rassemble 50 jeunes Français et 50 jeunes Allemands pendant 2 semaines à Paris, donc en région parisienne, pendant les Jeux Olympiques, pour leur faire vivre une expérience interculturelle unique pendant les Jeux. Mit dem Olympischen Jugendlager verfolgen wir das Ziel, junge Leistungssportler, aber auch junge Engagierte aus den Strukturen des Sports für die Olympischen Spiele, für die olympischen Werte zu begeistern, ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, indem wir spannende Bildungsangebote machen und Raum geben für den Austausch zwischen den jungen Sportlerinnen und Sportlern. Depuis que je suis tout petit, j'adore les Jeux Olympiques. C'est une passion pour moi et ce camp me permet de partager cette passion avec différents jeunes de mon âge, avec le dépassement de soi, la compétition, mais aussi l'amitié, respect et excellence. Et on est tous unis, les passionnés des Jeux Olympiques. Zum ersten Mal ist unser olympisches Jugendlager deutsch-französisch. Uns verbindet als deutsche Sportjugend eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem französischen Olympischen Komitee. Und es war daher naheliegend, dass, wenn die Spiele im Nachbarland in Frankreich sind, dass wir das olympische Jugendlager gemeinsam durchführen wollen, um die Zusammenarbeit zwischen den jungen Menschen, die Begegnungen zu fördern. On a fait beaucoup de choses déjà parce que les journées sont très complètes et l'ambiance elle est super, vraiment tout le monde est très sympathique et tout et je trouve que c'est vraiment une ambiance qui donne envie d'être là au moment des JO. Also inhaltlich habe ich gerade eben bei dem Sportworkshop ganz viel gelernt, auch über so Leistungen bei Wettkämpfen, aber sonst habe ich auch noch so gelernt, dass es hier auch wirklich so viele Jugendliche gibt, die gleichgesinnt mit mir sind, wo man sich super austauschen kann, dass man dadurch wirklich viele neue tolle Leute kennenlernt. Ich konnte Simone Biles und das restliche Team der USA turnen sehen in dieser großen Arena. Es war wirklich atemberaubend, es war eine so gute Stimmung. Sie lernen hier gemeinsam nicht nur, wie es ist in Deutschland, in den Vereinen tätig zu sein oder seinen Sport zu betreiben, sondern auch in einem anderen Land. Und was natürlich ganz besonders ist, es werden Freundschaften fürs Leben hier gebildet.